Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragonberry. Das ist das Tierzimmer. Zwar momentan etwas tierlos. Man sieht auch schön, wo überall Decken gelegen sind und wo nicht. Ja, ich finde das halt nicht gut, dass die meisten YouTuber oder sehr viele zumindest immer nur die guten Seiten der Tierhaltung zeigen. Also so frisch ausgemistete Gehege und gar keine Bämmeln und nichts dreckig. Ne? So sieht es halt aus. Vorher zusammengekehrt habe ich schon. Deswegen liegt da auch nicht mehr so viel. Aber es ist immer noch nicht schlecht. Also die sitzen übrigens gerade da hinten in meinem Badezimmer. Da habe ich eine Badewanne drin. Da warten sie jetzt, dass sie wieder raus dürfen. Ja, dieser Raum ist dafür ausgelegt, dass man ihn ausspritzen kann. Da ist ein Abfluss. Das ist eigentlich der Heizungsraum gewesen. Da hat der Vorbesitzer die Wäsche aufgehängt, gehangen, sowas. Wir haben mehrere Wasseranschlüsse. Da haben wir eine Pumpe. Ja. Da unten ist, man sieht da ein bisschen, ein Brunnen. Da ist aber furchtbar braunes Wasser drin. Keine Ahnung, wie der Vorbesitzer das trinken konnte. Keine Ahnung. Haben wir zumachen lassen, weil da war ja ein Gulli und die Meerschweinchen hätten dorthin gepinkelt und die Kaninchen. Und da wäre alles dann in den Brunnen gelangt. Das ist nicht so prickelnd, aber zum Gießen ist es nicht schlecht. Kann man da den Schlauch anschließen und dann einfach gießen draußen. Ja, das kann ich aber erst machen, sobald das Außengehege fertig ist. Momentan sieht es ja noch etwas wüst aus. Ich habe sogar einen Pool stehen. Der kommt natürlich auch weg. Wir wollen ja nicht, dass jemand ertrinkt. Momentan spritze ich mit dem aus. Ja, dann mache ich mich mal ans Werk. Ja, so sieht es jetzt aus. Ungefähr 1,5 bis 2 Stunden später, ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Ja, das Trocknen dauert relativ lang im Winter, im Sommer jetzt zum Glück nicht mehr. Okay, da ist nach ungefähr einer halben Stunde so, dass ich sie rauslassen kann. Also ganz trocken ist nicht, irgendwo sind immer noch Pfützen. Ja, jetzt kommen hier noch die Wasserschüsseln hin, da wollte ich euch aber nur zeigen, dieser Boden hier muss erneuert werden. Das ist aufgemalt, das ist eine Farbe mit einem Schutzlack drüber. Hallo Bienchen. Und zwar, der ist angeblich für Garagen. Ja, angeblich. Sobald er nass wird und man dann ein bisschen drüber treibt, na, jetzt löst er sich natürlich nicht ab, geht er ab. Das heißt, das ist kein Dreck, das ist der Boden, so wie er vorher ausgeschaut hat. Dunkelgrau. Und wenn es nass wird und man ein bisschen drüber fährt, dann ja. Na, geht jetzt nichts mehr runter zum Glück. Ja, aber ich werde den Boden erneuern müssen. Wir werden. Hallo Mr. Hoppel, du wirst jetzt dann geschert, spätestens morgen, gell? Ja. Brauchst du einen Sommerschnitt, du hast schon viel zu viel Haare. Ja, da kommt jetzt dann noch Heu hin, da sind 3 Wasserschüsseln. Gell, meine Hübschen?
Und ja, ich weiß, es fehlt noch etwas Einrichtung, aber daran arbeite ich. Aber zuerst einmal möchte ich, dass die Hühner rauskommen. Die sind immer noch im Stall eingesperrt. Es verzögert sich alles. Na sowas, wie schaut denn das aus? Das gefällt mir gerade gar nicht. Ja, Shaggy ist total nicht begeistert von mir jetzt. Ja, ich weiß, ich bin so böse, ich habe dich angegriffen. Schrecklich. Jo. Also so sieht das Tierzimmer aus, wenn es fertig geräumt ist. Ja,